Leidenschaft ist das, was mich antreibt. Wie ist denn auf dem Platz, um zu gewinnen? Und das Bestreben, an erster Stelle zu stehen. In erster Linie geht es natürlich um Erfolge, um Siege, um jeden einzelnen Sieg. Es geht immer darum, wirklich für etwas zu brennen, für die Tätigkeit, die man ausführen darf. Meine Mama hat mir gesagt, dass ich das schon seit ich 2 Jahren bin, gesagt habe, ah, später will ich mal in ein großes Stadion spielen. Und dann hat sie mir immer gesagt, nein, das passiert nicht, weil Frauen dürfen nicht Fußball spielen. Weil, ja, sie wusste das natürlich nicht. Und jetzt ist sie richtig stolz. Ich finde, beim Fußballspielen geht es einfach um die Fähigkeit. Wenn es Menschen gibt, die ich damit begeistern kann, wie ich Fußball spiele, dann reicht mir das. Zum einen macht den Frauenfußball, glaube ich, unglaublich viel Disziplin aus. Zum anderen aber auch die Athletik, die Technik. Die Gestaltung durch Kreativität ist ganz, ganz wichtig für unseren Bereich, weil erst so kann überhaupt irgendwas entstehen, indem man anfängt, irgendwas zu gestalten, anfängt, Schritt für Schritt immer weitermacht und dann auch an seinem Weg festhält. In der Vorbildrolle bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Ich glaube, das kriegen wir auch insgesamt alle sehr gut hin, diese auszufüllen. Wenn jemand zu mir sagt, boah, du hast echt ein richtig gutes Spiel gemacht und ich liebe es, dir zuzugucken. Genau das ist das, was mich erfüllt. Und dafür kämpfen wir und dafür spielen wir weiter Fußball und dafür machen wir uns auch weiter stark. Vorweggehen ist auf jeden Fall was Audi und auch Bayern oder unsere Mannschaft jetzt gemeinsam haben.